Tja, Leute, das ganze Dorf eine einzige Baustelle. Verkabelung. Alle kriegen Telefon, Kabelfernsehen, wenn sie wollen. Hallo, liebe Freunde des gepflegten... Ach Mensch, was soll das? Sekunde. Auch nicht besser, was? Ich glaube, ich leg's lieber ganz ab. Diese Schnutenpullis sind nicht mein Ding. Irgendwie bleibt's immer hängen, Mensch. So. Hallo, meine Lieben. Da bin ich wieder. Euer General, den ihr kaufen könnt. Nö? Stimmt, euer Kalle von Glasfaser TV. Leute, drei Dinge braucht der Mensch. Feuer, Pfeife, auch falsch? Okay, euer Kalle von Spencer TV. Leute, heute gibt's von mir dreierlei. Erstens, von der Berliner Sängerin Dota Kehr, ihr erinnert euch, und der Dota Band, da habe ich euch ja schon mal was erzählt. Und da gibt's seit vorgestern, 20 Uhr, das offizielle YouTube-Video zum Song. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ihr wisst ja, der Song war Ich rufe dich Galactica. Ja, wäre ja manchmal auch, da lassen wir das. Ja, und der Galactica, ne? Die nämlich, die hätte ich am Freitagabend auch am liebsten gerufen. Womit wir jetzt damit bei Nummer 2 Due wären. Mein Chef hat, hat Freitagabend das ZDF-Magazin Royal gesehen und sich partiell die Krätze geärgert. Da ging es nämlich in Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal auch um die Digitalwüstenei, wie Polly sagen würde, Deutschland, wie Chefchen immer sagt, mit Bambusleitung von hier bis an den Nordpol. Und Internet, nichts gut. Aber mal im Ernst. Jan Böhmermann hat zwar im Prinzip auf den Zusammenhang zwischen den Privatfernsehwünschen von Leo Kirch, seiner freundschaftlichen Allianz zum damaligen Kanzler Kohl hingewiesen. Aber eines, Chefs Meinung nach, hat er total unter den Tisch fallen lassen. Die Figur des Postministers Schwarz-Schilling. Den gab's nämlich nicht nur kurz, sondern der hat 10 Jahre lang die Digitalisierung in Deutschland bestimmt. Und zwar mit diesem Kupferkabel, verdammt ich nochmal. Ja, und da ging es ja um Folgendes. Unter dem Kanzler davor, ne, also dem Kanzler Helmut Schmidt, SPD, gab es im letzten Jahrhundert, wie sich das wieder anhört, letztes Jahrhundert, also 81, 82, da gab es ein Papier für die Digitalisierung Deutschlands. Und jetzt Ohren aufstellen, und zwar mit Glasfaser und nicht Old-Fashioned Kupferkabel. Das hat damals auch der Spiegel aufgegriffen und geschrieben. Übrigens, dieses Papier, was es da unter Schmidt gab, das kann man unter dem Aktenzeichen B100, ich glaube, ich da unten eingeblendet. Kann man da nochmal nachlesen. Also Schmidt, beziehungsweise sein Glasfaser-Strategiepapier von 1900 und, wie war das? Von 1981, jawohl. Also von aus Schmidts Strategiepapier in Sachen Glasfaserkabel und so. Da wurde nichts, weil nach Misstrauensvotum und Regierungswechsel 82 unter Kanzler Kohl dann alles, was diese Geschichte anging, unter den Tisch gefallen ist. Zumal ein Mitglied des Kabinetts Kohl, nämlich dieser Postminister Schwarz-Schilling, also quasi Kasi von der Post, hier Christian von der Post genannt, nichts mit Glasfaser am Hut hatte, sondern mit Kupferkabel. Und zwar jeder Menge davon. Der Clou an der Geschichte, die Firma, die so viel mit dem sogenannten Breitband-Koaxialkabelausbau zu tun hatte, PKK, besaß er mit einem 50.000 D-Mark-Anteil durch die Firma Sonnenschein GmbH, die seiner Frau gehörte. Und die Sonnenschein GmbH, die hat, also diesen Anteil an der PKK, die hat er bis quasi 11:45 behalten, nämlich seiner Vereidigung zum Minister. Tja, und dann erst hat er den Staffelstab in Bezug auf diese Geschichte an seine Holde übergeben. Den Geschäftsführer der Sonnenschein GmbH war er auch. Ja, und die Sonnenschein-Beteiligung an der PKK, die ist dann, das hieß ja übrigens Projektgesellschaft für Kabelkommunikation MBH, das wurde dann flux an die Nixdorf AG verkauft, heißt es. Verkürzt ausgedrückt,
In seiner Amtszeit, die von vielen Skandalen und Skandelchen begleitet war, wurde von 1982, 10 Jahre lang bis 1992, Kupferkabel in der BRD und später in ganz Deutschland gekauft und verkauft und verbuddelt, was das Zeug hielt. Schwarz-Schillingsliebe? Zuliebe? Nee. Der Grund für diesen Kupfer-Hokuspokus? Die Unionsparteien hatten sich über die vorherige sozialliberale Koalition geärgert und waren der Meinung, vor allem die ARD, also das Erste, sei ein Rotfunk. 7 bis 8 von 9 Chefredakteuren seien links und damit gegen die CDU-CSU und beeinflussten dadurch auch durch die Sendungen wie Panorama und Monitor das Publikum in ihrem Wählerverhalten. Dementsprechend wollte man nun Privatfernsehen ganz nach vorne bringen. Schwarz-Schilling hat sogar mal unsere Sender gesagt, damit man dann wieder an die Macht käme. Wobei zu dem Zeitpunkt waren sie an der Macht. Frage ich mich in der Nachschau allerdings, Kohl war doch wirklich ab 82, 16 Jahre lang an der Macht. Wozu dann noch Privatfernsehen? Aber das ist der medienpolitische Aspekt, der mit der wirklich notwendigen Verkabelung Deutschlands für TV einerseits und wirtschaftliche und Telefonieaspekte andererseits nur bedingt zu tun hatte. Übrigens, das Schärfste kommt noch. Schwarz-Schilling hat 2018 der Wirtschaftswoche ein Interview gegeben und da soll er quasi aus allen Wolken gefallen sein, als er von den Glasfaserplänen von Helmut Schmidt gehört hat. Das habe auch in seinem Ministerium, dem Postministerium nämlich, niemand verfolgt und davon gewusst. Das sei für ihn jetzt völlig neu. 2018. Ich lach mich tot. Na gut, fehlt nur noch, dass er angefügt hätte, dann hätte man statt Kupfer ja noch Glasfaser verbaut. Übrigens, das wäre so einfach auch gar nicht gewesen, weil so richtig durchgeprobt und so war das erst 1985. Aber davon abgesehen, die haben jedes Jahr 1 Milliarde fast verklappt mit diesem Kupferkabel. Ja, und selbst die Japaner, die BRD damals beraten haben, haben darauf hingewiesen, wie wenig zukunftsträchtig Kupferkabel sei. Naja, das ist wie im Supermarkt, ne, an der Gemüsetheke. Wenn der Kohl schon eine Woche liegt, muss er weg. So wie mit dem Kupferkabel, muss er auch weg. Ja, wie mit Märchen. Aber hinterher malen sowieso alle nur noch in güldenen Buchstaben. Irgendwie erinnert mich das an diesen Wirbel um Vorteilsnahme und Masken oder waren es Tests im BGM, im Bundesgesundheitsministerium, in diesen Corona-Tagen. Mir fällt da sofort übrigens noch was anderes ein. Unser Dorf wird verkabelt. Übrigens, die Rohrpost bei Böhmermann, also in seinem ZDF-Magazin Royal letzten Freitag, hätte auf spenzeriöse Art und Weise auch besser ausgesehen als dieses Plexi-Rohr, aus dem die kaputte Rohrpost dann rein improvisiert ist. Naja. Radarpromenade. Hafenkai. Tja, Leute, das ganze Dorf eine einzige Baustelle. Verkabelung. Alle kriegen Telefon, Kabelfernsehen, wenn sie wollen. Na? Endlich, Elvis. Na, wann gehst du denn zum Dings? Ja, Spencer, eins nach dem anderen, ja? Na gut, bitte. Erstmal die Erfolgsmeldungen. Oh. Anschluss bei Lexi. Klar. Aha, Erdarbeiten wunderbar. Dort selbst abgeschlossen. Ja, ausgezeichnet. Auf dem Schlossplatz geht es zügig. Voran. Ah, Nepomuk. Ich lehne es ab, dass mein Schlossplatz aufgebuddelt wird. Hä? Aber Nepomuk, der Schlossplatz ist laut Plan Gemeindegrund. Also nicht dein Schloss. Platz. Jawohl. Ich will aber nicht, dass der Poldi da einen Riesenkrach mit seinem Pressluftdings da macht. Ach, Nepomuk, das geht doch vorüber. Das Telefon aber hält ewig. Ich will aber gar nicht. Ich will nicht noch eine Klingel. Die an meiner Tür stört mich schon genug. Trotzdem müssen für die anderen die Kabel unter dem Schlossplatz verlegt werden. Eben. Ich muss es also dulden? Tut ja. Mir leid, ja. Das wirst du wohl oder übel müssen. So was. Ich dulde es aber nicht. Was war denn das? Kann da gar nichts gegen machen, der olle Krakeler. So. Was, Meister? Elvis, so, jetzt mal weiter. Ich zum Dings und du rüber. Nein,
Du rüber, ich zum Dings. Nein, du zum Dings, ich rüber. Alles klar. Du rüber, ich zum Dings. Wir zum Aua, komm, du wird doch noch mal so ein Schädel. Ach so, Leute, es geht natürlich jetzt weiter beim Schloss. Das ist ja zum Verrücktwerden. Kasi! Kasi! Sag mal, wann macht ihr eigentlich Pause? Pause? Ja. Ist bei uns nicht drin. Was hast du gesagt? Nicht drin. Ja. Hey, guck mal, Lisa. Also, die Umleitung gilt auch für Fußgänger. Naja, du hast zwar recht, Kasi, aber eine Entschuldigung wäre doch auch ganz schön, oder? Naja, entschuldigt bitte, aber ich bin so furchtbar beschäftigt. So, die Brocken sind jetzt auch locker. Kasi, hallo Kasi, was ist denn hier los? Wieso seid ihr denn noch nicht weiter? Weil ich jetzt mal muss. Was ist denn das für eine dumme Antwort? Sag mal, Spencer, bei uns stehen die Telefonapparate schon so lange rum. Ja, wann könnte man endlich fernquatschen? Ja, keine Sorge, Zwillis. Ich glaube, ihr seid als nächstes dran. Ja, euer Anschluss ist als nächstes dran. Oh, unser Anschluss? Was ist denn das? Anschluss? Na, unser Telefonanschluss, du Dummchen. Hey, Dummchen. Poldi! Ja? Was stehst du da so rum? Mach den Schacht fertig zwischen Kraterpromenade und Hafenkai. Ja, und was ist mit der Sprengung, hä? Bei Krater 17? Sprengung? Ja. Ja, muss auch vorbereitet werden. Ja, und genau das mache ich nämlich jetzt. Haha, Sprengung. Botsch, dong, bang, balang, kartusch. Ach, darüber muss ich. Oh, komm, Lisa, wir kriegen ja Telefonanschluss. Oh, wir müssen mal zu Hause sein. Keiner da. Kann man denn nicht mal in Ruhe pinkeln gehen? Da ist doch gar kein Telefonkabel drin. Ich brauche kein Telefonkabel. Ja, du nicht, aber die anderen. Was? Ich dulde es aber nicht. Mein Schlossplatz gehört mir. Oh, meine schöne Arbeit. Spencer. Spencer. Ja, wer ruft denn schon wieder nach mir? Spencer hin, Spencer da. Spencer. Ja, was ist denn los? Warst du am Schlossplatz? Ja, vorhin. Ihr seid jetzt endlich fertig, was? Prima. Was? Spencer. Wo? Warum warst du eigentlich nicht beim Dings? Ich habe die ganze Zeit da... Spencer, du musst ganz ruhig bleiben. Wir brauchen kein Telefon, wenn du deswegen einen Herzinfarkt kriegst. Am Schlossplatz? Am Schlossplatz seid ihr fertig. Prima. Nein, zurückgeworfen. Zurückgeworfen, ja. Die Erde zurückgeworfen, ja. Wie sie es gehört. Na, wunderbar. Aber es ist doch noch kein Kabel drin. Was? Ja, Nepomuk schaufelt alles wieder zu. Aber Kasi, warum erlaubst du ihm das denn? Nepomuk ist stärker. Also los. Los, zu Lexi, die Gesetze. Wie bitte? Zu Lexi, die Gesetze. Also, Leute, jetzt geht es weiter bei Lexi. Mann, mein schönes neues rotes Telefon benutzen. Hallo, ihr Jungs vom Bau. Welche Nummer hat denn nun Lisa? Hallo, Lexi, du Held der Rechte. Hör mal zu, wenn du uns nicht sofort hilfst, dann wird aus der ganzen Telefonitis nichts mehr. Na, der Nepomuk weigert sich, dass man den Schlossplatz aufbuddelt. Was? Welche Nummer hat Nepi? Lexi, versteh doch. Der hat kein Telefon und will keins. Und meint, wir anderen brauchen auch keins. Und lässt den Kasi das Kabel nicht verlegen. Ja. Der Schlossplatz ist... Also ich meine, die Eigentumsverhältnisse... Also der Schlossplatz ist natürlich Gemeindegrund, Dorfeigentum. Das gehört uns allen. Ja. Dann darf er das gar nicht. Haben wir doch festgelegt. Paragraph 33.3-18b, Dorfverordnung. Dorfverordnung. Na, dann lege ich eine Dorfverordnung vor. Dorfverordnung. So, jetzt ist das wieder mein Schlossplatz.
Dies ist nicht dein Schlossplatz, Nepomuk. Laut Gesetz zur Verkabelung, Paragraph 33 Absatz 3-18b, muss der Hauseigentümer gestatten, dass vor seinem Gebäude auf Dorfeigentum die Kabel verlegt werden. Ich will kein Kabel und ich brauche keins. Und wer hier noch einmal den Spaten ansetzt... Moment, Nepomuk. Du denkst doch nicht etwa an Tätlichkeiten gegen deinen Freund Kasi, der zugleich der Verlegungstrupp Kasimir und Co. ist. Der Co. ist Foldi. Du glaubst doch nicht, dass ich vor diesen Kabelisten Angst habe. Die fürchte ich doch nicht. Aber mein lieber Nepomuk, das Gesetz fürchtest du vielleicht ein bisschen, hm? Oder zumindest achtest du es doch, oder? Das Gesetz? Lexi, steht wirklich so ein Quatsch in dem Gesetz, tja, dass ich meinen Schlossplatz... Unseren Schlossplatz, Nepomuk. Paragraph 33 Absatz 3-18b, Dorfverordnung. Macht doch, was ihr wollt. Ich will jedenfalls kein Kabel ins Schloss. Aha, ja. Na gut, also Kasi, ja, wieder aufgraben. Oh. Jawohl, und zwar 3-18b. 3-18b, na davon ist hier nicht ein Krümchen Erde bewegt. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Elvis, Elvis, hallo, ich war noch neben mir. Elvis, also wenn man ihn braucht, dann ist er nicht da. Ja. So, und ich? Ach ja, ich muss darüber. Ich gehe dann mal wieder. Ja. Tja, und dabei ist der Nippi mein Freund. So, Schwillis, euer Apparat ist angeschlossen. Ihr habt die Nummer 6690. Oh, toll. 6690. Genau. 669. Muss ich sofort Lexi sagen? Ja. Und welche Nummer krieg ich? Du, wieso? In euer Hausboot kommt doch nur ein Apparat. Aber der ist doch dauernd besetzt. 690. Wieso das denn nun? Weil die Lisa dauernd mit dem Lexi telefoniert. Was glaubst du, was die mir schon alles vorgeschwärmt hat? Oh. Was sie dem alles vorlabern will? Und wenn ich mal telefonieren möchte? Tja, also um sowas kann ich mich nun beim besten Willen nicht kümmern. Ich muss noch zum, wie heißt es? Zum Dingsen. Ich sehe, ich werde nie Anschluss kriegen. Oh, Poldi. Ja. Sag mal, kann ich durchgehen oder ja, kannst ja. du mich fressen? Nein, nein. Ich muss erst meine Sprengungen vorbereiten. Oh. Da habe ich doch keine Zeit für Kohldampf und so einen Kram. Oh, prima. Du, ich muss nämlich dem lieben Lexi meine Telefonnummer sagen, weißt du? Ja, ja, dem lieben Lexi. Oh, mein neues rotes Telefon. Ja, Lisa? Nein, Elvis. Sprechprobe vom Apparat Eisenbahnwagen. Ende. Ende. Lexi, mein Telefon ist jetzt angeschlossen. Die Nummer ist 6690. Ruf mich bitte ganz schnell an, ja? Aber Lisa, du Dummchen, das hättest du mir doch auch per Telefon sagen können. Ja, da hast du vielleicht recht, aber deswegen brauchst du noch längst nicht Dummchen zu mir zu sagen. Oh, entschuldige, Lisa. Weißt du, vielleicht wollte ich eben mal nur in deine Augen sehen. Das freilich, ja, also, ruf mich bitte sofort an, wenn du zu Hause bist. Ja, tschüss, mein Knopfäuglein. La 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 la. Kasi, sprichst du noch mit mir? Naja, schön war das nicht gerade, dass du mir alles wieder zugebuttelt hast. So, entschuldige. Weißt du, ich baue gerade eine ganz tolle Statue und dazu brauche ich 3 Stricknadeln. Ich gehe mal kurz zu Lulu. So, und ich werde erst mal verschnaufen. Kasi, Kasi, sitz hier nicht rum, tu was! Das ist zu viel. Tja, mein Lieber. Ich habe meine Augen überall, ich sehe alles. Wir müssen ja irgendwann mal fertig werden, nicht? Da sagst du wohl nichts mehr. Da bleiben dir die Töten.
Kasi? Kasi! Kasi! Hallo, Kasi! Sag mal, was ist mit dir los? Bist du ohnmächtig geworden? Es war nur eine kleine Schwäche. Oh, also Mensch, und ich bell dich auch noch so an, weil ich denke, du machst die faule Tour hier. Tut mir aber leid, Kasi. Dein Puls ist aber ganz schön hoch. Ja, wo ist denn meine Schaufel? Deine Schaufel? Jetzt bleibst du erst mal liegen und ich suche meine Schaufel für mich. Die Schaufel für dich weiter, pass auf. Macht dir bestimmt auch Spaß, mir mal zuzuschauen. Schön. Gut machst du dein Spencer. Ja. Halt! Oh. Stehen bleiben! Oh. Sprengung! Ach bitte, Poldi, lass mich doch durch. Ich muss nach Hause den lieben Lexi anrufen. Ja. Ach. Na gut, ach, aber toll. Bloß noch du. Und bloß wegen der Liebe. Oh ja, toll. Danke, Poldi. Danke, Lisa. Halt! Stehen bleiben! Sprengung! Poldi, lass mich noch durch. Ich muss zur Lulu wegen 3 Stricknadeln. Nix da. Schluss. Aber die Lisa hast du doch auch noch. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Und ausgerechnet du. Wieso ausgerechnet ich? Och, weil diese Sprengung hier an Krater 17, die ist extra für den Anschluss Schloss. Ich brauch kein Telefon. Macht nix. Wir sprengen für die Zukunft. Dann geh doch zu Lexi und telefonier mit Lulu. Mistblöder. Halt! Stehen bleiben, Sprengung! Mensch, Polly, lass uns durch, wenn wir gleich auftreten. Nix da, hier ist Lebensgefahr. Mann, wir kommen noch zu spät. Ja. Wenn ihr hier durchfahrt, dann kommt ihr gerade rechtzeitig ins Krankenhaus. Mann, bei so einem Stau kann man ja gar nicht pünktlich sein. Geht's dir wieder besser, mein Lieber? Ach ja, war ja auch nur ein kleiner Schwächeanfall. Mit Lulu geheilt. Haben wir dir ein bisschen viel zugemutet, was? Ach wo, das geht nun schon wieder. Gib mir mal die Schaufel, jetzt kann ich weitermachen. Hey, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du aufhörst, wenn es zu viel wird. Ach, verspreche ich natürlich. Aber jetzt lass mich weitermachen. Schließlich habe ich ja auch meine Buddelehre. Na, Kasi, von deinem Buddelfleiß lebt ja das halbe Dorf. Oh, na ja. So, jetzt muss ich mal darüber. Tschüss. Tschüss. Ja, aber Lisa, liebe Lisa, wenn der Poldi da noch sprengt, wieso können wir da jetzt schon telefonieren? Ja, Mensch, freu dich doch. Ja, ich freue mich ja, aber ich versteh's nicht. Weißt du, die Sprengungen sind fürs Telefon im Schloss. Ich denke, der Nepomuk will kein, also kein Telefon. Ich muss mal telefonieren mit Lulu. Wie macht man das? Nee, ich telefoniere gerade mit Lisa. Da kannst du doch nicht einfach... Oh, sehr gut. Zeig mal hier. Lisa, ja, lauf zu Lulu. Ich brauche ganz dringend 3 Stricknadeln. Komme sonst mit meiner Arbeit nicht weiter. Bitte, Lisa, geh zur Lulu. Hey, warum gehst du nicht selber? Hätte ich ja längst gemacht. Aber ich muss telefonieren, weil der Poldi sprengt und absperrt, damit ich telefonieren kann. Ich warte hier, Lexi. Redet der Lisa gut zu. Lisa, tu dem Nepi den Gefallen. Der reißt mir doch den Arm ab. Sonst können wir nie mehr telefonieren. Ja gut, ich lauf. Mona, übernimmst du mal? Ja, hallo, hier ist Mona. Ja, hallo. Mit dir weiß ich nichts zu reden. Ich übergebe an Nepi. Schon da. Wieder sagst du Nepi. Wie heiß ich? Nepodruck. Na also, es geht... Was hast du gesagt? Jawohl, Nepodruck. Setzt uns hier alle unter Druck. Nepodruck. Nepomuk, ja. Lulu hat 48, 12? Ich brauche bloß 3. Was? Stricknadeln. Ach, Lulu hat ja auch nicht 48, 12 Stricknadeln, sondern das ist ihre Telefonnummer. Ruf sie an, aber nicht von Lexis Apparat. Mit dem will ich jetzt nämlich weiter telefonieren. Nee, ich brauche noch ein Telefon. Wo? Geht doch zu Spencer. Gut. Lisa, bist du noch da? Und wie, Lexilein? Na, also Kraterpromenade. Da wäre der Schacht jetzt gerade. Elvis, wieso bist du nicht beim Dings? Ach,
Leute. Nach so viel Stress und Plagerei, da haben wir was Schönes verdient. Einen Song zum Beispiel von den Queech Boys. Ja, womit haben wir denn diese Enttäuschung verdient? Nein, doch nicht mit dem Roller in meinem Studio. Ihr seid doch längst dran, Queech Boys. Ach, wenn der Polly da so rumspringt. Sonst würden wir auch gar nicht hier durchfahren mit der Kiste. Das ist nämlich sonst nicht unsere Art. Und Spencer, dass du uns nicht gleich wieder drauf losschnippst. Wir müssen uns nämlich noch umziehen. Leid euch. Ja. Ich muss mal telefonieren mit der Lulu. Aber bitte. 4812. Da bediene dich. Ach doch nicht mit dem Visophon. Wir haben doch Telefon. Schau mal da, Knöpfchen zum Drücken und Wählen. Na, probier's mal aus, vielleicht macht's Spaß. 4, 8, 1, 2. Prima. Ja? 4812? Nein, 3. Lulu, 3 Stricknadeln brauche ich. Hier ist Nepomuk. Nepomuk. Wie lang denn? Ach so, ja, wie lang? Wie lang hast du sie denn? Ach, da muss ich erst mal nachsehen. Ich ruf dich zurück. Ja, ich hab doch kein Telefon. Was? Ruf meinen Nachbarn Lexi an. Der holt mich. Ende. Ja. Dank dir schön. Na, bitteschön. Wie wär's denn mal mit meinem eigenen Telefon? Tja. Leute, jetzt geht's aber weiter mit den Queech Boys. Ja, also dann, tschüss, Lisa. Tschüss, Lexi. Ja. Oh, klingelt schon wieder. Ja, bitte. Hallo, Lexi, hier ist Lulu. Hallo. Oh, sei bitte so nett und ruf Nepi ans Telefon. Ist gut, mach ich. Nepomuk, die Lulu will dich sprechen. Ja, ich komme. Er kommt. Sag mal, Lexi, bei dir war ja dauernd besetzt. Mit wem hast du denn so lange telefoniert? Ja, also, das war so. Ich weiß. Mit Lisa. So ist es. In der Tat. So, dann zeig mal her. Hallo, Lulu. Hier Nepomuk. Hallo, Nepi. Hallo, Nepomuk. Also, ich habe Stricknadeln in 3 verschiedenen Längen. 20, 25 und 35. Sehr gut, Lulu. Hör doch mal auf. Lulu, ich messe das genau aus und komme gleich bei dir vorbei und hol sie mir ab. Ist in Ordnung. Tschüss. Schönen Dank, Lulu. Tschüss. Danke, Lexi. Dauernd muss ich Danke sagen. Also, muss ich nun Lisa anrufen und ihr sagen, dass dieser Nepi bei Lulu 3 Stricknadeln holt? Nein, erst mal wieder was tippen. Man kommt ja zu gar nichts vor lauter Telefonieren. Elvis, alles klar beim Dings. Alles klar. Und drüber muss ich auch nicht mehr. Da ist alles erledigt. Ich frage mich nur, wie er das machen will. Wer? Was? Nepomuk, zu Lulu gehen. Bei Poldi ist doch immer noch alles abgesperrt. Da geht's jetzt genau weiter. Bei Poldi. So. Halt! Stehen bleiben! Sprengung! Ja, sag mal, wie lange geht das denn noch? Ach! Das war also die 3. Sprengung von insgesamt 4 Sprengungen. Poldi? Ja? Wegen so einem Rülpserchen von Sprengung sperrst du stundenlang die Hauptverkehrsdorfstraße. Das ist ganz wurscht, ob das eine kleine oder eine große Sprengung ist. Ein Sprengmeister achtet stets zuerst auf die Sicherheit der Bevölkerung. In einer halben Stunde kannst du durch. Aber dann komme ich doch zu spät zu Lulu. Dann rufst du an und sag ihr Bescheid. Ich hab doch kein Telefon. Mann, dann geh halt zu Kasi oder Lexi oder Spencer oder zu sonst wem. Dann muss ich ja wieder Danke sagen. Ich will Telefon. Ich will auch ein Telefon. Ich hab Telefon. Hm.
geht. Hallo, hallo, hallo. Ich will dich fressen. Ende. Poldi. Ja. Poldi. Ja. Ist dein Apparat auch schon angeschlossen? Nö. Ich übe bloß für später. Wieso sagst du denn nicht, ich will dir fressen? Weil am Telefon spricht man doch gewählt. Ah, Mensch, wo kommt man denn hier durch? Gar nirgends. Halt, stehen bleiben, Sprengung. Ich will doch bloß diesen Satz Stricknadeln den Nepomuk bringen. Dann geh mal ganz schnell nach Hause. Der will dich nämlich antelefonieren und dir sagen, dass er später kommt. Ich denke, der hat kein Telefon. Der ruft von woanders an. Los, beeil dich, husch. Ja, geh schon. Weiter geht's, weiter geht's. So, das war's. Das war die vierte Sprengung. Jetzt können wir die Absperrung aufheben. Puh, endlich Feierabend. Kasi? Ja? Ruf mal Spencer an. Ich muss ihm was sagen. Bist du mir noch böse? Ich hab dir doch gesagt. Nein. Ja, bitte, hier ist Spencer. So, weißt du. Ja, Moment, Nepi. Spencer, hier ist Kasi. Kasi, was gibt's denn? Ich mir das überlegt Nepi, habe. Moment. Spencer, ja. Der Nepomuk ist hier und will dich sprechen. Der steht hier unten in der Kastanienallee. Also, weil ich mir denke, du sollst das ermitteln. Hey, nun redet doch nicht alle zugleich. Mach doch mal nacheinander. Die ja, Sache bitte, ist nämlich soll die... Der Nepi sag Ruhe, Spencer. Ruhe. Jetzt spricht nur noch der, dem ich es gestatte. Nepi, bitte. Also, sag dem Spencer, dass ich jetzt auch Telefon haben will. Mach ich. Spencer, ich soll dir sagen, der Nepomuk will jetzt auch Telefon haben. Oh je. Kasi, was Kasi, ist? Was ist? Alle guten Dinge sind drei, sagte der Eichkater und ließ sich auf den Schlossplatz liften. Ende. Wer sich solchen Mist einbrockt, der muss ihn auch ausbuddeln. Aber bleib bitte hier, setz dich hin und gib mir Anweisungen. Na klar bleib ich hier neben. Am besten du fängst da vorne an. Ach, aber ich will ein Telefon, mit dem nur ich Leute anrufen kann, das bei mir nie klingelt, mit dem man Stricknadeln durch die Leitung schicken kann. Ich glaube, Leute, der Nepomuk dreht durch. Stricknadeln durchs Telefonkabel. Der verwechselt das mit der Rohrpost. Wir müssen ihm das unbedingt sagen. Ach, Elvis, warten wir doch, bis er Telefon hat. Dann rufen wir ihn einfach an. Ist auch wahr. Mhm. Schon praktisch, so ein Telefonnetz. Tja, Leute, ich wünsche euch immer eine gute Verbindung. Wir fassen uns kurz. Tja, Leute, so viel für den Moment. Bitte Daumen hoch und Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Kalöle von, ich meine natürlich Kalle von Spencer TV. Was? Bus nur mit Schnuttenpulli? Mund-Nase-Bedeckung und Abstand? Ich hab doch jetzt gar keins mehr dabei. Das ist doch runter. Im Dreck. Wie soll das gehen? Oh Mann. Na denn, wieder zu Fuß. Tschüss, Kiss.